Guten Nachmittag. Ich glaube, vielen fehlen hier die Worte. Germany's Next Topmodel 2023. Ich sah nur Leute erwerbt wissen. Ich wollte es gar nicht glauben. Angeregt hat mich die ganze Sache von dem Artikel von Reitschuster. Der Artikel von Reitschuster. Hier ist ein bisschen windig. Nichts drauf geben. Germany's Next Topmodel, streng nach Quote, Heidi Klum jetzt auch politisch ganz korrekt. Dann ein paar lustige Bilder und dann eben dieses Bild. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und er hat da schon einen anderen Beitrag gemacht und zwar, ich gehe gleich drauf ein, über Adidas. Leute, ich habe mich dann mal umgetan. Es kann ja sein, dass das gar nicht das echte Topmodel ist. Und ich habe es immer wieder gesehen, dieses Bild oder diese Bilder. Mir ist schlecht geworden. Mir ist auch jetzt noch schlecht. Kann sein, dass ich Pause machen muss. Gucken wir uns bloß mal diese Gestalten an hier. Rein von der Biologie, also der Lehre des Lebens, sind diese Frauen von der Figur her, nicht vom Geist wahrscheinlich, doch durchaus begehrenswert für junge Männer. Warum? Ganz einfach, weil sie noch die Jugendlichkeit ausstrahlen. Solche Figuren strahlen nicht Jugendlichkeit aus, die strahlen einfach ungesund aus. Das Wort ungesund ist da drin. Können wir uns dann gerne drüber auslassen, bitte nicht beleidigend werden. Und jetzt das Bild von Reitschuster, wo er sich über die Adidas-Kampagne ausgelassen hat. Also wenn das die neuen Ideale sind, ja, dann ist eigentlich ganz klar, wo das mal hin soll, ne? Also tatsächlich, also ich wollte das alles gar nicht glauben. Hier, nein. Ja, in welche Richtung sollen wir denn? Es wird alles geschleift, nicht geschliffen, geschleift. Also platt gemacht. Es wird alles, was gut ist, dem Erdboden gleich gemacht ist, Erdboden gleich gemacht und alles Ätzende wird mit hervorgehoben. Ganz einfach. Ich war gestern kurz einkaufen und sah dann im Prinzip nur solche Gestalten hier. Ja, wenn die Mehrheit der Bevölkerung so aussieht, ist klar, dass das neue Topmodel wird. Die fühlten sich durch solche Figuren, wie gesagt, nicht vom Kopf her. Das hat jetzt mit dem Inhalt des Kopfes nicht viel zu tun, oder auch doch, aber da fühlen die sich nicht so angesprochen. Ist doch klar. Wenn ich immer solche schönen Heizideale vorgesetzt bekomme, so wie sie auch wirklich rein biologisch schön sind, weil begehrenswert, ja, dann ist das zumindest sehr frustrierend, wenn ich so aussehe, diesem Schönheitsideal noch hinterher zu hecheln. Ne? Ich habe da ein gewisses Verständnis, aber warum soll man denn dann zum Schönheitsideal, zum Next Topmodel küren? Warum muss denn das sein? Ich weiß warum, klar. Alles schleifen, damit sich die anderen wohlfühlen und damit sie weiterhin solche Gestalten wählen, die letzten Endes auch nicht anders aussehen und erst recht nichts im Kopf haben und uns dann irgendwie regieren. Darum geht's. Leider. Ich bitte um nette, also wirklich nett formulierte Kommentare, wenn überhaupt Kommentare nötig sind. Aber ich glaube, da wird einem der Hut hochgehen und ich verstecke das natürlich alles hinter meiner Werbung. IQ ist wirklich nichts, Unbildung ist alles. Wie kann man so ungebildet sein, so aussehen zu wollen oder es mit sich selber so zuzulassen, so auszusehen? Da ist doch sämtliche Krankheit fürs Alter, nicht mal fürs Alter, aber schon fürs frühe Lebensalter vorprogrammiert. Ja, die haben dann auch alles. Alles, was man, ja, naja, gut. Und wer profitiert davon? Natürlich alle möglichen, die mit Gesundheit zu tun haben und so weiter. Es ist endlos, endlos. Hören wir jetzt an der Stelle auf. Tastenfrei und Gas geben. Tut mir leid, ich hätte gerne schönere Themen und ich möchte auch wirklich lieber mit schöneren Themen mich beschäftigen. Ich beschäftige mich für mich mit Mathe und Physik, das ist meine Sache. Im Prinzip ist auf dem Kanal schon alles gesagt. Wenn es irgendwelche Themenvorschläge gibt, dann raus damit. Ansonsten erstmal tschüss, tschüss und bis zum nächsten Video. Junge, Junge, puh.